Das kann dauern. Hä? Ja, Sprügel, Spachtelhänder. Hallo. Oh, die hat fliegen gelernt und die ist verschwunden. Oh, die ist irgendwo da unten. Ja, piekt noch rein. Und irgendwas drin gewesen? Nö. Stand, war nix mit Inventar. War kein Inventar. Fuß? Also Schuhe und Hosen los. Puma, ja, ich zeig meinen blanken Knacker. Oh, ah. 6 Leute, hallo im Stream. In Ostdank. Hallo. Gerade auf dem Rückzug? Nee, wir wollen bloß mal schnell Zeug abliegen. Ihr solltet vielleicht die neuen Besucher von den Frauen begrüßen lassen, weil, ne? Bin ich hier eigentlich gerade richtig? Wieso ist keine Ahnung. Ich kann einfach folgen dir, um dir die Schuld zu geben. Also. Frauen begrüßt die neuen Besucher. Ja. Haben wir doch. Ja, als erstes meine ich. Macht vielleicht, keine Ahnung. Ich komme hier noch nicht mehr hoch. Auch jetzt. Danke, Halledin, fürs Anschieben. Bitte, bitte, bitte. Immer wieder gern. Der ganze Haft an den Po gefasst zum Hochschieben. Ja, so. Na ja, schön die Hütte. Ja, Puma. Einer muss es ja tun. Wo zur Hölle geht's denn jetzt hier hin? Bin ich hier richtig? Und das Erz. Das leckt mich doch. Erz, pack ein, was geht. Ja, macht mal. Ah, da hinten geht's hoch. Da fliegen die Steine. Jules da, formt. Wo geht's lang? Ja. Bum, 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 bum. Aber ich muss nicht springen raus, du, das bin ich, das schaffe ich nicht. Schade, ich könnte nicht mal springen. Ne, ich bin ein bisschen voll mit 43 Metall. So, jetzt oh, sind toll, wir ich bin schon wieder am Verhungern, leck mich doch am Arsch. Sind wir alle übergewichtig. Puma, wo geht's denn lang? Keine Ahnung, ich versuche gerade den Weg zu finden. Ich bin nicht der Speer, verdammt. Ja, da fehlt heute. Da fehlt heute ernsthaft. Aber ich glaube, das ist der Weg hier. Aber da könnt ihr eh nicht so viel drogen. Dem Sinne nach zu urteilen, muss man ja eigentlich immer nach oben laufen. Jo, wäre theoretisch denkbar, ja. Wir bräuchten einen Rucksack, Leute. Rucksack war geil. Kann ich leider noch nicht machen. Gibt's das? Weiß ich nicht, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Okay. Dann wirst du wohl etwas ablegen. Okay, müssen. Also ich sehe schon mal Zeus seinen Namen. Das heißt, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg gewesen. Oh, ich bin doch nah gelaufen einfach. Ja, und mich lasst er hier drin. Wo geht's denn hier lang? Ah, da lang. Okay. Brutus, altes Haus. Obwohl, da unten ist Joel noch. Bitte. Oh, Sonnenlicht. Du wirst ja immer schneller. Mhm. So, Nintendo 64 steht auch hier. Können wir reinpacken? Jetzt fehlt noch einer, der den Super NES macht. Ja, das. Entschuldigung, ich laufe dir jetzt hinterher, also ich hoffe, du läufst. Ja. So, Gott sei Dank geschafft. Das raus, Obsidian raus. Tja, Leder brauchen wir eigentlich auch nicht. Steine. Steine, naja. Keine Ahnung, brauchen wir Steine. Mein Helm müsste auch repariert werden, mein Oberteil und meine Handschuhe. Ja, irgendwo. Dann find schon mal bitte Fiber. Ja, Puma rennt jetzt nackig rum, ja? Und dein Helm kann ich hier nicht, weil dann zieh einen anderen Helm bitte an, weil das ist ja ein Chitin-Helm. Jo, das wird wohl nicht funktionieren, das stimmt. So, dann haben wir davon auch noch 6 mit und ein paar Holz, lege ich rein. Und meinen ja. Bogen habe ich kaputt gemacht. Fiber ist ja bei Trixie drinne. Aber bloß 19 Stück. Leute. Lass mich doch mal durch, Trixie, ohne Scheiß. Ich würde dich, keine Sorge. Das rein. Wir machen schon mal Feuer. Würde ich sagen. Und hauen mal ein bisschen Fleisch rein. Ja, das zweite Campfire, was ich mit habe, werde ich dann auch platzieren, dass wir schneller wieder. Ja, platzieren wir. Achso, Holz brauche ich noch. Habe ich 8 Stück. Ne, reicht nicht. Ich hänge. Okay. So, du hängst ab nicht. Jetzt. Du bist einfach nur so in Timesplitters vertieft. Bin ich ja im Krabbeln schneller. Ey, wenn du so viel Metall drin hättest wie ich. Wie viel hast du? Jules, dein Bild wäre ein Messer, was du im Flunder geschickt hast. Ich denke mal dasselbe wie bei mir, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ach so. Mit Bord irgendwas.
Ja. Da war bestimmt das Leiche sitzt. Schön sah geil, aber so. Kann man schon nicht sagen. Ja, wie viel Metall trägst du, Shandy? Warte. Feuer aus an. Geil. 71 Metall. Ach. Dafür habe ich noch eine Pike, noch einen Haufen Holz. Ja, ich habe ja auch noch was in Toast. Ich häng schon wieder irgendwo. Du sollst es ja tragen und nicht trinken. Ich hänge. So, dann packe ich mal meine Hose in Brutus rein, mein Helm. Die Frauen können wieder begrüßen, wenn sie wollen. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Eine Mark 80. Im Stream. Ja, ist nicht kostenlos, Lady. Das ist keine Sonderfahrt, ne? Das kostet 2 Euro, wer zugucken will. Alles die Minute. Lady, wir müssen unseren Sofa refinanzieren. Das geht immer nicht anders. Und wir brauchen neues Equipment. Ja, bitte. Komm uns mal bitte entgegen hier. Ich muss mal irgendwie... Dann schicke ich einen Flunderdrache mal ein neues Foto. Schick mal ein neues Foto. Genau. Vielleicht, freut er sich da. Meine Schwester mir ein Bild geschickt. Shandy, wo bist du denn? Da Höhle noch? Ja. Immer noch! Yes. Okay, drop mal irgendwas und zeig, wie sieht schon geil aus. Alter, ich bin. Man muss sagen, die Leute sind kreativ mit ihrem Nintendo Marvel T-Shirt. Ja, das sieht cool aus. Donkey Kong als Hulk. Mhm. Gefällt mir. Hast du ja drüber geredet? Ich hab ja die andere. Ich hab ein Skyrim-T-Shirt. Ach so? Hm? Mit diesem Pfeil im Knie. Das ist auch cool. Ich hab noch eins. Bei mir kommt das auch. Das hast du, das hat man damals gekriegt, wenn man es gekauft hat, Skyrim. Dieses Dovahkiin-T-Shirt. Hm. Black Ops 2. Und davor im Monat gab's Zelda in Schwarz. Boah, geil! Zelda. Das hätte ich auch gern gehabt. Ja, ich bin ein riesen Zelda-Fan. Aber ich kann dir das mitbringen, wenn du willst, Tobi, weil du kannst das wahrscheinlich besser anziehen wie ich, weil das wird ziemlich weit nach oben gezogen. Zelda-T-Shirts okay. Gehen prinzipiell an mich. Was? Zelda-T-Shirts gehen prinzipiell an mich. Ja, ich habe eine Zelda-Tasche. Also die Sachen zum Reparieren sind bei Brutus drin, ja? Also wenn ich dann irgendwann mal wieder eine Hose bekomme. Wie bekommt ihr dann die T-Shirts? Lootchest. So viel Merchandise. Lootchest, glaube ich. Scheiße. Und ich Loot Raider. Ja, die Sache ist die, wenn du Damen-T-Shirts bestellst, dann darfst du echt kein Holz für die Hütte haben, weil sonst wären die echt kurz. Ja, das ist ja nicht unbedingt schlecht, ne? Ja. Ansichtssache. Ja. Oh. Ob Paladin auf Frauen-T-Shirts steht, weiß ich nicht. Ja, ne? Ich glaube, das wird bei deinem mit Sport so wird das genauso sitzen. So viel Holz vor der Hütte hat er dann alle. Naja. Das ist richtig. Nee, aber die sind halt, die Damen-T-Shirts deine sind ja eh Boots kurz. Kann ich nicht reparieren. Bei Brutus ist doch gar nichts drin. Ja, habe ich mir eben gerade selber rausgenommen. Du warst mit so lahmarschig, mir friert's am Hintern. Ja, Entschuldigung. Mach mir Schuhe. Ah, wo sind Zelda-T-Shirts? Was dann brauche ich schon verlockend. Ja, wenn noch mal eins drin ist, ich werde jetzt auf Männer-T-Shirts umstellen, weil die einfach zu kurz werden. Flutter will nächstes Mal ein Gruppenfoto machen. Ne? Dann schicke ich dir das Zelda-T-Shirt, wenn eins drin ist. Ist bei Brutus. Also unter Brutus. Zwei Lagerfeuer sind etwas zu heiß. Wen schickst du Zelda-T-Shirt? Ja, da musst du auf diese Seite kommen. Oh, Scheiße, warum hast du das da runtergeschmissen? Ohne Scheiß, du bist die Näherin, man muss dir nicht mal das von Hintern tragen. Ja, wenn ich hätte gern Zelda-T-Shirt. Drin. Ja, ich, wenn noch mal eins drin sein sollte, werde ich nicht denken. Große Nummer, dann große kannst Nummer. Du auch Oberteil noch reparieren. Das war ein Versprechen. Ja, dann nichts mit in Brutus. Geil. Ja, ich lege jetzt in Brutus. What the fuck is going on? Okay, hier gibt's irgendwo einen Kampf. Nee, ich kann dir Haufen anderes Zelda-Zeug geben, was bei mir drin war. Ja, du hast bestimmt auch jede Menge zu Hause rumfliegen, ne? Also Schlüsselanhänger, so eine Mütze, so eine Tasche. Boah, geil. Ich hab das letzte Schöne, was ich gekriegt habe, war ein riesengroßer Wurm. Oh, und ja, den hab ich gesehen. Und eine Sonic-Sparpixel. Auch nicht schlecht. Ich hab ein Mario. Ich wollte ja noch normale Schuhe hab ich dir ja schon gemacht, geil. Ja, du hast eine Hype-Boots gemacht. Jobi, bist du auch Zelda-Fan? Das fragst du noch? Auf jeden Fall. Sag geil. Jubi, Top Mann hier in der Kurve. Sehr schön.
Bring ich den mit Samstag, Jobi, ne? Boah, das wäre nice. Oh, meine Handschuhe kannst du auch. Da müssen wir sowieso noch drüber reden. Oh, jetzt bin ich wieder hier beim Feuer. Ja, das machen wir Tage. Dann komm wieder zu mir. Sofort, ich muss da nur Fleisch reinlegen, sonst verrottet's mir. 40 Fleisch haben wir drin, Leute. Ja, und das andere müsste ich jetzt... Was ist da denn? Muss ich auch nochmal... Ach, da haben wir ja auch noch Fleisch drin. Ja, ich habe auch noch Fleisch im Inventar, das muss ich dann auch noch reinpacken. Das waren ja auch schon wieder ein paar 20 von mir, die ich dann reingetan habe. Wir brauchen mal noch Holz. Oh, Holz haben wir genug hier im Lager. Bringt mal was vorbei, bitte. Ja, warte. Klappt euch mal einen Flugvogel und ab geht's. Bei Brutus ist in deine Handschuhe drin. Ja. Okay, ach, geh doch mal weg hier. Porosaurus trottet. Sieht schon geil aus. Die Foundation, ein Bett und zwei Feuer. Super. Also kalt wird es nachts nicht, das kann ich dir mal sagen. Könnte ich in Schweden auch so machen. Ja. Einfach Bett hin, Zelt weglassen und zwei Feuer hinbauen. Und Haus lassen mit der Faustholz. Ganz genau, das versuche ich mal. Mal sehen, wie sie mich dann das angucken. Will ich das sehen. Mache. Ja, aber da so. Hätten wir gerne das ein Video von. Ich denke, das wollen alle sehen dort, ja. So, da ist nochmal ein bisschen Holz. So, deine Handschuhe liegen wieder in Brutus. Ich danke auch, Feind. Scheiße, ich brauche Fiber und Holz. Okay. Mach ich den Bogen noch auf. Ja. Kacke. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich fange jetzt an, mal zu bauen. Ich bin im Lager. Ne? Wow. Ich bin außerdem ein Stück gelaufen, sorry. Ich bin nur erschrocken. Ich wollte eigentlich so einen Busch abgreifen und ist dann aufgestiegen und dachte, leck mich doch. Das Vieh hoch. So, Fiber durfte ich jetzt eigentlich genug haben, jetzt brauche ich noch Holz. Wofür? Bogen reparieren, ganz schnell noch. Warum? Weil ich sonst nur einen habe. Weshalb? Alter, sind wir schon ist. Da? Haben wir genau, Hyde? Hyde ist unter Trixie. Gut. So, reicht das für den Bogen? Ne, ich glaube nicht, ne? Doch, das reicht, geil. Haladin, wie sieht's denn mit deiner Rüstung aus? Die ist noch super. Gut. Ich habe mich auch mal schön verpisst und zurückgehalten. Zugeguckt. Der ja. die beste Rüstung anhat. Ja, also Spinnen ist nicht so mein Story, Leute. Aber willkommen im Club. Da wir spinnen doch aber alle. Ja, das reicht mir dann aber auch. Ich brauche nicht zusätzlich noch Spinnen. So, Shanti hat mal schnell Striptease gemacht. Das dürfte reichen. Juni, ich hab's noch gesehen. Dann nehme ich mit. Du bist jetzt live mit deinem Striptease. Das bleibt ja. Hier.